Na, ich finde, zum 70. Geburtstag darf man auch weitere erfolgreiche Arbeit wünschen, dass auch noch viele Jahrzehnte dazukommen, denn die Familienunternehmen brauchen eine wichtige Lobby auch für die nächsten Jahrzehnte. Das ist unser Rückgrat und diejenigen, die auch viele Ausbildungsplätze schaffen. Und von daher wünsch ich schlicht und ergreifend guten Erfolg. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, kenne auch die entscheidenden Protagonisten auch in ihrer Arbeit, die Familienunternehmer in Schleswig-Holstein über Rüdiger Behn, der ein Unternehmen bei mir in Eckernförde auch führt, wo ich auch in diesem Jahr wieder zu Besuch sein werde. Herr von Ebenwolle, der lange Jahre auch schon im Verband der chemischen Industrie aktiv war und jetzt auf Bundesebene die Geschicke auch in Deutschland auch leitet. Und ich selbst durfte im Jahr 2017 den Preis für den Familienunternehmer in der Metropolregion Hamburg auch selbst verleihen. Von daher vielfältige Kontakte.